Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion D2 im Superheldenmodus 4 gegen 4. Wir machen die Runde komplett, gehen als Göttliche rein. Oh, Magier ist stark. Das mit Magier super stark und mit Mana-Rössern, die Rächerin, übel fett. So, wir werden. Ich fange mal an. Können mit dem goldenen Beschützer anfangen, können den upgraden. Könnten auch mit einem Elite Archer beginnen. Wir bauen einen goldenen Beschützer als erstes. Machen Upgrade. Worker für nächste Runde rein. Der hält erstmal die ersten beiden Wellen. Mana-Ross Welle 3. Und dann können wir hier richtig gut was machen. Dann werde ich hier sowas aufbauen mit in der Mitte die Rächerin. Außen drumherum machen wir die Mana-Rösser rein. Mit Magier dazu super stark. Genauso will ich das haben. Zwei Walks. Okay. Interessant. Cyclopixies. Nicht mal eine Sakura-Blume gestartet. Ist das Finale in Form? Nö. Ist einfach aufgewertet auf Stufe 2. Crablord. Immer noch viel gespielt. Können auch den Worker reinpacken und dann reicht es genau für den Mana Ross. Sieht gut aus, sieht gut aus. Dann packen wir vorne goldene Beschützer hin mit den Mana-Rössern, Kettenfaust noch in den Split vielleicht mit rein. Ebenfalls noch Mana-Rösser mit dem goldenen Beschützer-Split. Und dann machen wir ja einen richtig fetten Angriff auf die Rächerin. Das klingt verdammt gut. Wir schicken gleich einen Robo rein. Er wird vielleicht was zur Auswahl haben, wo er ein bisschen blockieren kann. Wir machen. Wir machen das so. Kettenfaust hier hin. Dass wir vorne zwei Mana-Rösser haben. Man hat ja mal die Auswahl, ja, wenn man so einen Buff auswählt, ob man vorne ein oder vorne zwei Einheiten haben will. Und dann teilt man das halt so ein. Ich gehe jetzt hier mit den Zweien. Damit die am Anfang mehr blocken als und das nicht so auf die Rechte drauf geht. Das hätte ich nicht so gerne. So, Vargas Down, Nummer 2. Da könnte es halten. Die Seraphim. Ja, hat er gehalten. Ich halte durch mein geweihtes Ross. Kommt aber einiges durch. Ach du Scheiße. Das gibt es nicht. Ein Gold zu wenig für den Elite Archer. So ein Scheiß. So, Golden Beschützer. Könnt noch hier noch Upgrade machen. Ich glaube, ich platziere einfach zwei, noch eine Kettenfaust. Und dann gehe ich auf die. Dann gehe ich auf die nächsten Waves so ein bisschen drauf ein. Dann bringt mir der Leader Archer erstmal nichts. Dann bringt mir das auf 7 was. Auf 7 sollte ich ihn aber dann bauen.
Das ist dann extrem wichtig. Okay, jetzt sehe ich einen Angler mit Manaros. Trap Warlock ist natürlich auch sehr gut mit Manaros zusammen. Der hat sich aber ganz schön noch gegen geheilt. Angergeweihtes Ross hat er jetzt gebaut. Zweites Manaros, Joker noch mit rein. Das sollte voll ganz ausreichen. Magischen Schaden ist er gut bedient. Wir könnten. Der nächste Wave ist nicht so geil. Eher die 7. Wenn wir auf die 7 gehen, die 7 ist gut. Das machen wir. Wir schicken auf der 7. Ja, was soll ich in der Tasche haben? Wir kommen mit rein. Traplord mit reingepackt. Er hat ganz schön was durchgelassen. Ja, ich bin safe. So. Heldenaura. Heben uns auf. Die Helden auch, die heben uns auf. Ist sehr gut dann für die Rächerin. So, ich guck rüber. Magischer Schaden ist schon stark. Für ihn Stich ist Stich, den wir aufprallen. Also schicken wir Stich mit rein. Wir warten. So, es geht weiter. Da hat jemand überspringen gedrückt. Ja, also ich muss sagen, die Göttlichen, also die Legion, ist an sich super stark. Das darf man nicht vergessen, weil die hat von allem etwas dabei. Die haben Mana, richtig geil, gut mit der Rächerin, na? Die haben natürlich Verteidigung, Arkane Verteidigung, die haben guten Stichschaden, auch einen guten Boss-Stichschaden. Ja, die haben natürliche Verteidigung ist mit da, wie gesagt, verstärkte Verteidigung auch, wenn man die dann noch aufwertet. Ist von allen etwas dabei. Die sind super stark. Das darf man nicht vernachlässigen. Also gerade mit dem goldenen Nimbus, strahlender Nimbus, wo du noch ja, Universalschaden hast, ist es nochmal stärker. So, gucken wir mal, die Seraphine wird down gehen. Der Crabballer wird auch down gehen. Er lebt noch seine scheiß Krabbe. Tschüss. Perfekt. So wollte ich das haben. Na, der Nachteil hier ist natürlich, dass man ein bisschen weniger magischen Schaden hat. Manaros sind mehr so Tanks halt, na. Wir werten den auf. Drei Worker rein. Und ja, die Rächerin werden wir wahrscheinlich
spätestens auf 12 bauen. Aller spätestens. Aufprallschaden haben wir gut. Nächste Wave sollte auch kein Problem sein für uns. Die Arche wird natürlich relativ schnell angegriffen durch die Fernkampfeinheiten, aber jetzt hängt das gut. Er hat fast alle ausgelöscht. Das ist fett. Plus 30. Wir schicken einfach mal zwei Turtles rein. Ja, wir sind gut dabei, wir sind gut dabei. Da muss nicht so viel bauen. Aber bald muss die Rescherin her, damit ich auch den Heldenbuff benutzen kann. Noch eine Turtle mit dazu. Drei Turtles am Start. Dax hat er gebaut. Oh, schade. Wäre geil gewesen, wenn wir jetzt an den Crablord rangegangen wären. Aber machen sie leider nicht. Bei mir ist es immer so. Naja. Hat plus 85. Verrückt. So, ich habe gehalten mit meinem Elite Archer und mit meinem Eidbrecher. So, beide Elite Archer abgewehrt. Ich werde noch einen bauen. Können wir eigentlich auch upgraden. Direkt. Wir müssen nächste Runde ein paar Mana-Rösser bauen. Wahrscheinlich zwei. Weil wir einfach den magischen Schaden sonst nicht haben. Magier. Ja. Auf jeden Fall auch nicht schlecht, den dann zu benutzen. Da hat er gar keine Chance. Es wird geblockt. Ah, Starcaller. Ich muss das auch mal spielen, Starcaller und die Crablords. Vielleicht im nächsten Video. So, ganz schön weit unten. Wir können natürlich jetzt die Rescherin schon platzieren. Wir gehen aber lieber auf Mana-Rösser. Nehmen den Magier mit. Und bauen dann nächste Welle die heilige Rescherin. Oder geht die Party ab und dann kann ich mega viele Blöcke holen. Das steht schon mal fest. Oh, wir können ja eigentlich mal Upgrades machen. So ein bisschen. Weil der hat eh overbuildet. Ja, jetzt hat er minus 70, okay. Aber ist in dem Fall auch wurscht, weil der viel magischen Schaden hat. Die Archer sind schon down. Aber das war mir klar. Aber mit dem Mana passiert aktuell noch nichts. Aber es wird knapp. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nee, da hat mir der magische Schaden gefehlt. Aber es ist nicht so schlimm.
Wir bauen einen Worker. Dann gehen wir auf die Heilige Rächerin und dann baue ich ganz viele Worker. Heilige Rächerin. Alles in Worker stecken. Heldenaura. Mana-Aura. Mega fett. Da können wir richtig aufladen hier. Ich guck mal drüben. Kingpin am Start. Also eher auf Prior Waves auf die 13. Sonntags Kingpin. Pegasus down. Der hat ein Tor gebaut. Die Krabben. Aber es ist jetzt schon voll. Das ist krass. Ja, wir müssen nichts bauen, wir gehen auf Worker. Nächste Runde muss ich gar nichts bauen. Das halte ich auch so. Ich baue mal nichts. Wir gucken mal. Schon mal nur Worker. Fürst des Todes, jawohl. Mit Helden eurer Magier, sehr schön. Helden auch auf dem Eidbrecher. Drüben Magier da drauf, Helden auch da drauf, auch nicht verkehrt. Ein paar Echsen mit rein. Ja, Alter. Okay, ich habe nicht gehalten. Erstaunlich. Ich habe 340 weniger. Aber ich hätte gedacht, dass ich mehr halte. Na gut. Elite Archer sind schon da. Wir machen hier die Mana-Rösser noch größer. Wir stellen hier drüben auch mal noch einen Mana-Ross hin. Wird dann noch ein bisschen was rausholen. Auf 16. 16 wäre okay. Ja. Wir gucken mal. Wir kommen mit rein. Oh, das haben wir aber abgewehrt. Das muss ich verteidigen. Alleine! Nee, das ist noch ein anderer da. Noch ein anderer Elite Archer. So. Wir bauen die Pegasus auf. Zack. Zack. Packen hier noch einen goldenen Beschützer hin. Ja. Auf die nächste Wave packe ich dann ein Voreis.
Aber er hat relativ ausgeglichen von allem, was dabei. Ja, wir müssen Blöcke aufbauen. Wir müssen Worker aufbauen, damit wir da mithalten können. So, mehr Elite Archer könnten wir platzieren. Wir machen hier ein Upgrade. Oh! Bösewicht noch mit drauf. Noch ein Elite Archer hin. Mega fett. Mega fett. Hauen wir mal noch einen Ogre mit rein. 600, aber hauptsächlich Drachen. Alles ausgelöscht. Er hat mega viele. Er beschwört übelst viel. Er hat das Tor, Fürst des Todes, die Crab Warlocks. Er weiß, was er schicken muss dann. Verdammte Hexen. Braucht aber ganz schön lange. Die machen halt nicht so viel Schaden, der regeneriert so ein bisschen und dann holt immer wieder neue Krabben. So. Wir brauchen hier ein bisschen Upgrades. Ich stelle das mal hier drüben hin. Wobei das in der Welle eigentlich kacke ist. Auch wieder ein mega Drachen. Zack, zack, zack. Alle ausgelöscht. Holy shit. Da ist einiges durchgekommen. Habe ich denn diesen Powerschlag nicht mehr? Hm. So, wir bauen goldenen strahlender Nimbus. Einfach weil wir die hier gut benutzen können. Zwei Mana Rosse hier drüben hin. Dann kriegen die auch sogar noch Mana aufgeladen. Brauchen nicht so viel, das ist gut. Der braucht 90. Und Nimbus braucht nicht so viel. Ah, hat ordentlich magischen Schaden. Bananenbaum ist hingestellt. Let's get
Einfach so noch ein bisschen was mit rein. Pauschlag. Not enough gold. Jetzt haben wir wenigstens fast 100 Worker. Das ist schon mal gut. So, was machen wir jetzt? Wir könnten natürlich noch eine bauen. So. Haus will ich fast gar nicht. Wir werten hier mal auf. Wir werten die beiden noch auf. Das wird aufgewertet. Wir machen noch einen Nimbus rein. Zwei Stück. Und dann können wir hier noch einen goldenen Beschützer hinpacken. Und dann sieht das doch gut aus. Da haben wir noch zwei Worker. Und jetzt nochmal alles raus. Zack. Und er hat noch einen Tausender geschickt bekommen. So, jetzt haben wir 100 zusammen. Man muss auf jeden Fall dann mit Kraken und Hexen arbeiten. Kraken sind gut gegen das alles. So, Nimbus aufwärt. Noch mehr Nimbusse hin. Noch mehr Nimbusse hin. Manaros. Ja. Schick auf blaue. Blau ist ganz weit oben. Der hat übelst viele Worker wahrscheinlich. Für mich schickt eher der Rote. Hm. Das haben wir geschafft. Jetzt zeigen sich natürlich die Mana-Rüsse. Das, also das Mana wird aufgeteilt zwischen der Rächerin und den Nimbussen. Deswegen bauen wir noch mehr davon, damit mehr Mana geteilt werden kann. Ja, hier muss ich wirklich mit Kraken und Hexen gehen. Außer wir natürlich zusammenkriegen. Ich weiß nicht, ob wir es auf 22 schicken oder 23. Das ist also die Frage, ne? Weil der 1000 abgekriegt hat, da weißt du ganz genau, was die jetzt schon zusammen haben. Ich warte mal, was passiert. Wir sollten wahrscheinlich. Ich muss mit rein. Aber einer hat schon durchgelassen. Plus 2100.
Wir werden weiter Mana-Rösser platzieren. Das noch oben drauf. Kriegen wir noch ihn rein. Eine Blut geht noch mit raus. Und dann gucken wir mal. Also ich werde das auf keinen Fall schaffen. Wir haben eine Runde schon eher gesammelt als wir. Ich bin ganz schnell weg. Holy shit. Das war's wohl. Das ist halt hier eine große Verzögerungsstrategie, weil immer wieder neue Spawns kommen. Die sammeln sich mega viele Hexen, mega viele Froggos dann an, durch die Hexen. Aber, ja, was soll ich sagen? Die Verzögerungsstrategie funktioniert halt. Das sind zwei Krabben. Die werden ignoriert! Oh! Oh! Die Krabben wurden einfach ignoriert. Tja, das war eine weitere Runde Legion mit den Göttlichen. Schaut auch beim letzten Video gerne mit vorbei. Das war's erstmal für heute. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.